So, willkommen zu einer neuen Folge vom Bier-Adventskalender, beziehungsweise der Adi hat ja auch seinen eigenen Kalender, der kriegt natürlich auch wieder was. Mit dem wollen wir auch diesmal anfangen, denn der Adi ist schon wieder am Start, er freut sich schon. Heute der 2. Dezember, hier ist ein Adi sein Kalender. Da gucken wir erstmal rein, wo die Nummer 2 versteckt ist. Die 2 ist hier oben, die 2 machen wir mal auf. Jedes Mal geht die Tür nach innen auf, da sind heute Fische drin. Adi, guck mal, siehst du die Fische? Kommst du da ran? Ja, auch wieder nicht. Das ist immer doof gemacht, gell? Ja, greif rein. Hol dir einen raus. Los. Er kommt nicht hin. Das ist einfach nur, um die Katze zu ärgern. Ich stelle euch noch mal kurz hin, damit ich die Fische hier rausnehmen kann. So, die Fische sind da, die Krümel sind auch. Ah! Ein dreckiger. Jetzt drehen wir es mal um. Adi. Ja? Der Adi isst die Fische, wunderbar. Wir legen die mal alle hier hin, dass er die in Ruhe essen kann. Und wir haben das Türchen Nummer 2 vom Bier-Adventskalender, was ich direkt nach dem Türchen Nummer 1 aufnehme. Ihr wisst Bescheid. Und die 2 ist sogar direkt neben der 1. Das heißt, wir reißen das hier auf. Wir ziehen das raus. Wir haben ein neues Bier. Helle Aufregung! Guckt euch das mal an. Das sieht auf jeden Fall schon mal freundlicher aus als das erste. Viele ältere Herren würden jetzt wieder sagen, ja, was ist denn das? Bier darf doch nicht so aufregend aussehen. Bier muss doch seriös sein, mit so einer Meerjungfrau gefangen. Was ich aber sehe, hier unten steht Landgang Brauerei oder Landgang. Wer die alten Folgen gesehen hat, da war auch so ein Dönermann dabei mit so einem richtig grünen, strahlenden Etikett, auch von Landgang oder Landgang. Den fand ich richtig cool, dem habe ich 5 von 5 Punkten gegeben mit dem Etikett, was eher schlicht war, aber trotzdem durch den Typ und durch die ganze Aufmachung. Muss ich jetzt aber schon sagen, dass dieses Grüne mir besser gefallen hat als dieses Rötliche. Der Dönermann hat mir besser gefallen als diese Geisha. Der Biername hat mir auch besser gefallen. Also es gefällt mir schon mal besser als das erste Bier vom 1. Dezember. Es kommt aber nicht ganz an den Dönermann ran. Hier oben habt ihr wieder eine... Das ist ein Hopfen, ne? Habe ich mich belesen. Das ist ein Hopfen. Hier seht ihr ein Hopfen. Das ist ein Craft Bier Helles, auch mit 5,0%. Sonst hinten sieht auch gut aus. Rock zu Grillfleisch, ne? Ist auch sehr jugendlich ausgedrückt alles. Nicht pasteurisiert. Landgang Brauerei in Hamburg. Kennt ihr die Landgang Brauerei? Für das Etikett würde ich trotzdem sagen, beim letzten haben wir nur eine 1 gegeben. Für das würde ich mal eine solide 3 geben. Gefällt mir schon richtig gut, geht aber natürlich noch besser. Etikett also eine 3. Feuerzeug habe ich mir besorgt. Können wir hier jetzt aufmachen? Was ist da los, Mann? Ich denke immer, das fliegt gleich weg und alle drehen durch. Aber das Gute ist, es ist automatisch genau zu dem anderen Stöpsel vom Türchen Nummer 1 geflogen. Da muss man nicht mal aufräumen. So, ihr wisst Bescheid, wie es weitergeht. Wir müssen einschenken und gucken uns den Schaum und die Farbe an. Es ist ja angeblich auch wieder ein helles. Ich sehe aber jetzt schon mal, dass das eine kräftigere Farbe hat als das erste. Und oh mein Gott. Diesmal schaffe ich es vielleicht sogar das ganze Bier mit einmal. Nein, schaffe ich wieder nicht. Aber guckt euch diese Farbe an. Was mir bei dem anderen gefehlt hat, weil das andere so ausgewaschen aussah, so hell und ausgewaschen, das hatte eine richtig krasse, kräftige Bernsteinfarbe. Es hat eine kleine Schaumkrone. Es besteht nicht nur aus Schaum, es ist auch nicht blank. Also ich glaube, für Farbe und Schaum, ich habe noch nichts Besseres gesehen in meinem Leben. Würde ich sogar 5 von 5 Punkten geben. Farbe und Schaum finde ich richtig genial. 5, wieso ist es hier oben nass? 5 von 5 Punkten. Wir kommen also zu Geruch. Riecht auf jeden Fall sehr geruchsneutral, würde ich sagen. Bei dem anderen, das hat so richtig säuerlich gerochen und muffig, was eher negativ war.
Deswegen, ich müsste eigentlich eine 3 geben. 3 aus dem Grund, es riecht nicht sonderlich ansprechend, sodass es für 4 oder 5 reicht. Es riecht aber auch nicht ekelhaft, sodass es nur eine 1 oder 2 ist. Ich glaube, wenn wir geruchsneutral sind, müssten wir immer so auf die 3 gehen. Oder man müsste sagen, ich riech nix, also kriegt's eine 1 oder was. Aber eine 1 wäre eigentlich ein schlechter Geruch. Wir lassen die 3. Es hat also 3, 5, 3. Merkt euch das, zählt wieder zusammen, schreibt es unten rein. Und jetzt probieren wir natürlich noch, Adi, was sagst du? Kopf weg, genau. Adi mag kein Bier, hat er gesagt. Ihr könnt den Rest jetzt aber schon mal nochmal hier reinpacken, glaube ich. So, guckt mal, wie wenig das war. Das hat vorhin nicht reingepasst. Jetzt ist es auf jeden Fall drin. Helle Aufregung. Finde ich genial. Etikett hätte noch besser sein müssen. Ansonsten Prost, sag ich mal. Wir nehmen einen kleinen Hieb. Geschmacklich. Wundert mich genauso, dass sowas 5,0 hat, weil 5,0 sonst auf jeden Fall kräftiger schmeckt. Hier schmeckst du wirklich auch den Alkohol gar nicht. Hier trinkst du und denkst wirklich wieder, du hast ein Glas Wasser mit irgendwelchen Zusätzen drin. Also das hat auch eine sehr leichte Note. Nicht falsch verstehen, dadurch kann man das natürlich gut trinken, ja? Man setzt nicht nach jedem Schluck ab und macht, ist das bitter. Aber mir fehlt dieser typische Biergeschmack. Aber das ist vielleicht das Problem, weil ich immer nur so Assi-Bier und so billig Bier trinke, dass ich das als typischen Biergeschmack annehme. Und jetzt, wo man so ein edles Bier bekommt, was nicht total hingerotzt schmeckt, denkt man, das ist doch kein richtiges Bier. Das ist doch viel zu soft. Schmeckt wirklich wie ein Light-Bier. Müsste man sagen, also dadurch bekommt es nicht die beste Note, aber auch nicht die schlechteste Note. Es schmeckt nämlich nicht so säuerlich wie das von gestern. Ich glaube, ich muss hier auch Mittelmaß geben. Auch eine 3. Eine 3, weil es einen etwas wässrigen Geschmack hat, aber eben nicht bitter und man es gut trinken kann. Also wieder mal Mittelmaß. So ist das. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, gib immer das Mittelmaß. Der Adi geht jetzt aufs Klo, glaube ich. Boah, das muss ich euch zeigen. Guckt euch das an. Jetzt wird das Video gesperrt, weil der Adi auf dem... So, fertig, ja? Zeig schon mal. Das ist ein langes Loch. Hui, da ist ein Loch. Boah, jetzt riecht's aber süß. Ich glaube, der Adi hat keine Ahnung, was er wieder alles gegessen hat. Jo, das war's eigentlich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt mal rein. Habt ihr auch einen Adventskalender? Habt ihr einen Bier-Adventskalender? Was habt ihr für einen Adventskalender? Habt ihr auch einen besonderen? Und seid so lieb, zählt mal die Punkte für mich zusammen und schreibt mal rein, wie viele Punkte das Bier erreicht hat. Wir sehen uns morgen dann am 3. Dezember mit dem nächsten Bier. Prost! The Chico.